Hey Leute, ich bin's, MacPaverick. In dieser Anleitung zeige ich euch einmal, wie man einen solchen Folienballon befüllen kann. Einen solchen Folienluftballon kann man mit Helium befüllen oder auch einfach mit Luft aufpusten. Ihr seht hier einmal die Öffnung und dazu braucht ihr einen Halm, damit ihr da reinkommt. Da kann man einen ganz gewöhnlichen Trinkhalm nehmen. Meistens wird aber auch was mitgeliefert. Den führt man weit genug ein, dass er richtig im Ballon drin ist. Und dann bläst man das Ganze einfach auf. Dann entnimmt man den Halm, drückt das Ganze hier am Ende zusammen. Und schon ist der Folienballon aufgepustet. Es ist auch möglich, dass man den mehrfach verwendet. Ich habe euch jetzt hier einmal ein Video verlinkt, wie man die Luft auch wieder ablassen kann. Ich hoffe, diese kleine Anleitung war hilfreich. Wenn ja, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Hier könnt ihr mich auch gerne kostenfrei abonnieren. Dann seht ihr auch weitere Videos von mir. Ich sage bis dann, euer MacPaverick.